Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alvip Bestwim. Wir beginnen heute mit dem Abschluss der Questreihe um die Tierheiligen. Und dazu sprechen wir wieder mit Bunshin. Hallo Alvip. Ob du es glaubst oder nicht, Genbo hat mir wieder einmal einen Brief für dich zukommen lassen. Warum er sie immer an mich schickt und nicht direkt an dich oder Tataru, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Aber egal. Ach stimmt, ich hätte ihn ja langsam sprechen. Egal. Der Bote wirkte jedenfalls sehr aufgeregt. Die Sache scheint also zu eilen. Daher will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Zeit drängt, Alvip, denn Koryos Siegel ist fast zerbrochen. Wir brauchen dich umgehend am Reisenschrein. Das Zwerglein weiß auch Bescheid. Komm so schnell du kannst. Gen. Deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass die Dinge nicht gut stehen. Mögen die Götter mit dir sein, so wem auch immer du betest. Dann auf zum Reiseschreiben. Okay, schauen wir mal, was Genbo jetzt für uns hat. Gehen wir davon aus, den vierten Tierheiligen. Wunderbar. Wir sind komplett. Ist es wirklich so schlimm um das Siegel bestellt? Leider ja. Viel schlimmer, als es uns lieb sein kann. Soroban und die anderen Tierheiligen versuchen nach Kräften es aufrechtzuerhalten, aber lange werden sie Koryos gewaltiger Macht nicht mehr standhalten können. Es bleibt nur noch wenig Zeit. Zeit, die wir nutzen müssen, um die Aramitama des letzten Tierheiligen zu besänftigen. Denn solange uns das nicht gelingt, spielt es keine Rolle, wann und wie das Siegel bricht. Wir wären Koryo auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Dein letzter Gegner wird Sairio sein, Alvip. Das Schicksal seiner Aramitama liegt in deinen Händen. Danke, Alvip. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir dich für unsere Sache gewinnen konnten. Hab noch einen Augenblick Geduld. Sairio sollte jeden Moment bei uns sein. Nimm dich in Acht. Von allen Tierheiligen ist er der mächtigste. Besonders gefährlich ist seine Gabe, erlernbare Geister... elementare Geister namens Shiki zu rufen. Entschuldige die Verspätung, Genbu. Aber nicht doch, alter Freund. Wir sind froh, dass du da bist. Wie der Bote dir vermutlich schon mitgeteilt hat, brauchen wir deine Hilfe, um Koryo an einer Rückkehr in diese Welt zu behindern. Dazu werden wir all unsere Kräfte aufbieten müssen. Damit dir das gelingt, wird Alvip hier deine Aramitama besänftigen. Bei Byakko und Susako hat das prima geklappt, sodass ich guter Dinge bin. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Wir brauchen einen geeigneten Ort zum Kämpfen. Kannst du schwimmen? Dann können wir das Duell auf meiner Insel austragen. Dort würden wir niemanden gefährden. Keine schlechte Idee, Sairio. Allerdings ist die Insel viel zu weit entfernt. Wenn Albert dorthin schwimmt, ist sie verausgabt, bevor euer Kampf überhaupt begonnen hat. Andererseits, ich könnte meine wasserelementaren Zauberkräfte nutzen, um sie zu dir zu bringen. Sehr gut, dann steht dem Kampf ja nichts mehr im Weg. Lasst uns von einem Ort aufbrechen, wo wir keine Aufmerksamkeit erregen. Wie wäre es mit der Insel Beko? Okay, der ist mir gerade noch zu freundlich.
Wir werden den Schrein für eine Weile verlassen müssen. Darf ich dich bitten, hier auf uns zu warten, Zwerglein? Aber sicher doch. Ich werde die Zeit nutzen, um ein neues Strohseil für den Bandstein zu knüpfen. Okay. Jetzt müssen wir jetzt erstmal hier wieder raus. Ich grüße dich, Erbe. Ein Blick in deine Augen verrät mir, warum Genwu dir vertraut. Deine Entschlossenheit erinnert mich an Tenzin. Du bist wie eine scharfe Klinge, die nur darauf wartet, gezogen zu werden, genau wie er. Er war unglaublich stark. Stark genug, um dich zu bezwingen, war er allemal. War deine Niederlage gegen ihn nicht der erste Grund, aus dem du dich uns angeschlossen hast? Ja, weil ich ihm beweisen wollte, dass ich ihn übertreffen kann. Das hatte ich ihm nämlich geschworen. Doch dieser elende Koryu hat meine Chance auf einen Rückkampf zunichte gemacht. Jetzt nützen mir alle Zuyu-Kräfte der Welt nichts mehr. Mein Schwur wird für immer unerfüllt bleiben. Gräme dich nicht, mein Freund. Keine Sorge, ich bin voller Vorfreude, denn eines Tages hörte ich eine Stimme. Es gibt noch eine Chance, deinen Schwur zu erfüllen, sagte sie mir. Besiege Koryu, den Bezwinger von Tenzin. Dann hast du bewiesen, dass du der Stärkste bist. Eine Stimme? Solltest du etwa... Wenn du Koryu niederstrecken willst, dann folge mir, sprach sie. Und so folgte ich ihr und erhielt grenzenlose Macht. Die Macht meiner Aramitama. Du Narr! Deine Aramitama hat dich in Versuchung geführt. Und du hast dir deine Seele auf dem silbernen Tablett serviert. Noch magst du über deine Sinne gebieten, doch lange wird es nicht mehr dauern, bis auch du zu einer grausamen Beste wirst, so wie Koryu. Mag sein, doch mein Entschluss steht fest. Selbst wenn das bedeutet, zu einem Dämon zu werden. Der Schwur, den ich Tenzin geleistet habe, ist wichtiger. Deshalb kommt mir der Kampf gegen dich gerade recht, Erwin. Er wird mir zeigen, ob ich stark genug bin. Ich werde deine Aramitama besänftigen. Du strotzt vor Selbstvertrauen. Und das vermutlich zu Recht. Denn du hast dein Können ja bereits eindrucksvoll bewiesen. Also gut, ein Duell soll es zeigen. Möge der Bessere gewinnen. Er ist zu seiner Insel zurückgekehrt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Triff deine Vorbereitung und dann brich auf. Mit meinen Zauberkräften habe ich dort vorne ein Portal für dich geöffnet. Sergio ist von allen Tierheiligen der mächtigste. Besonders gefährlich ist seine Gabe, elementare Geister namens Shiki zu rufen, hast du schon gesagt. Okay, damit ist Seelentanz Sergio nun zugänglich. Mal schauen, wie schnell ich reinkomme. So, und dann geht's hier los. Seelentanz Sergio. Müssen nur noch alle annehmen. Na komm, Tank. Mal
arbeitet schon so ungewöhnlich lange für einen Tank, dass er total vergisst anzunehmen. Oder vielleicht ist er gerade... Ah, nein, er hat angenommen. Dieser Kampf wird zeigen, wer von uns im Recht ist! Streif deine Fesseln ab, O Aramitama! Ja, dann geht's los. Wenn ich mich opfern muss, um meine Spur zu halten, dann soll es so sein. Erwartet keine Gnade! Okay, also dicht dran bleiben. Es gibt kein Entkommen! Okay, die Karo-Bände sind jetzt nichts Neues. Er zittert vor meiner Aramitama! Warst du schon? Okay. Welch Vermessenheit! Gib mir die Kraft, meine Feinde auszulöschen! Dann wüte, O Aramitama! Zehre von meiner Seele! Okay. Ah, müssen wir hier entgegengesetzte Richtung. Den Kampf habe ich tatsächlich nur einmal dabei. Fleisch meines Fleisches! Das ist alles so komplett unbekannt. Ich bin da, glaube ich, noch nie in dem Roulette reingekommen. Niemand ist mir gewachsen.
Es gibt kein Entkommen! Amitama! Kein Entkommen! Es gibt kein Entkommen! Okay, geschafft. War vielleicht jetzt nicht glorreich der Sieg, aber immerhin. So, sagst du noch was? Dann beende ich die Folge gleich hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.